Yo Leute, herzlich willkommen zum letzten Part von Pokémon Schwarze Edition. Im heutigen Part werden wir die Pokémon-Liga machen. So, da sind wir auch schon direkt im Kampf gegen Eugen. Okay. Kapit wird in den Kampf geschickt. So. Fliegen. Strauchler. Och, guck an, dass du lebst. Puh. Mag Kapit jetzt schon nicht mehr. So. Das hat ausgereicht, perfekt. Spuren wird. Können wir so viel Pech haben, dass wir einen Spurenwert einfach noch reingedrückt bekommen? Jutetsu. Protesto. So, jetzt haben wir hier Kraftkoloss. Wir gehen mal einfach für einen Wutanfall. Erdbeben. Sollte immer noch okayer Schaden sein, genau. So, Wutanfall ist auch solider Damage. Kraftkoloss, okay. Der zieht schon mehr ab. Angriff und Verteidigung ist gesunken. Jetzt haben wir dich sowieso safe weg. Also, Yuritetsu, Protesto, whatever, haben wir down. Weeshoon. Okay. Ach ja, ich habe meine Pokémon gelevelt ein bisschen. Damit wir eine kleine Chance auch haben, das zu schaffen. Hydropumpe. Mogelhieb. Jetzt schon keinen Bock mehr. Hat den Mogelhieb. Jetzt kommt eine Kehrtwende. Hab's schon kapiert, okay? Kannst mich nicht leiden. Karadonis. Ey, wie kann ich so viel Pech haben? Ableithieb, wie viel Schaden mache ich damit? Nahkampf. Gut. Hat sich das auch erledigt mit dir, Branawatz? Und schau mal, wie viel Schaden Sondersensor macht. Steinkante. Ich nehme voll die Breitseite ab. Und er macht immer noch so viel Schaden. Es reicht aus, um dich zu one-shotten. Oh, perfekt. Huh. Foxy Quark. Gift. Kampf. Kannst du auch irgendwie Steinkante, die ich gleich volle Breitseite in mein Gesicht bekommen werde? Ne, Erdbeben kriegen wir ins Gesicht. Überleben wir ein Erdbeben? Ich glaube nicht. Ne. Okay. Wir gehen auf Shadrago. Machen. Eine Top-Genesung auf Golgantis und setzen Fliegen ein. Das ist schneller als ich, das ist unglaublich, wie schnell Toxic Quark ist. So, dann hauen wir dich hier weg. Das reicht nicht aus, ist das dumm manchmal. Wir setzen Erdbeben ein. Er wird sich sowieso heilen, genau. Step Erdbeben tötet dich, okay. Das ist auch sehr effektiv. Ich bin so raus mit den ganzen Typen und was effektiv ist und was nicht effektiv ist. Holy. Gut, dass du sehr langsam bist, Meistergriff. Das heißt, wir können dir nochmal ein Erdbeben reindrücken. Du bist aber auch sehr tanky gegenüber physischen Attacken. Gegenstoß. Das tut weh. Ja, das tut weh. Golgant ist down. Selber Royal. Laubklinge erstmal. Um dich ein bisschen mehr zu schwächen. Hammerarm stecken wir weg. Also es ist ein Crit, wenn nicht. So, Init ist noch mehr gesunken. Dann setzen wir safe. Einfach einen Blättersturm ein. So. Der Spezialangriff ist gesunken.
Wir bleiben tatsächlich drin mit Serporeal. So, sein letztes Pokémon. Wir gehen in den Beutel. Benutzen einen Beleber für Reshiram. Und wir kriegen sowieso gleich eine Akrobatik. Ne, einen Turmkick sogar ab. Den steckt man nicht weg. Wäre zu schön gewesen. So, Ramoth, du bist dran. Bist du schneller? Ich glaube nicht, ne? Setz mal eine Hitzewelle ein. Du bist schneller, okay. Können wir das ein bisschen andamagen? Ein bisschen ist gut. Stecken wir die weg? Ich hoffe es. Ganz knapp. Oh, ganz knapp wirklich, ey. Das Ende ist so nah. Ja, das Ende ist so nah. Wir haben dich besiegt. Dadurch, dass wir dich besiegt haben, werden wir uns gleich bei der nächsten Top 4 sehen. Bis gleich. So, da sind wir auch schon im nächsten Kampf gegen die Top 4. Gegen Anissa. Echt na toll. Ist eigentlich voll der Troll. Wir haben Reshiram vorne. Und setzen Knirscher ein. Mit Schaden machen wir gar nichts mit Schaden. Also mit Knirsch machen wir echt gar keinen Schaden. Spukball. Der sollte okay sein. Ja. Dann versuchen wir es mal mit einem Sondersensor. Der sollte mehr Schaden machen. Oder auch nicht. Okay. Cool, den stecken wir auch nochmal weg. Es kommt keine Top-Genesung, das ist sehr angenehm für uns. Und dann weg mit Echner, toll. Ein sehr nerviges Pokémon, wie ich finde. Golgante, es war Bodengeist. Setzen wir mal Branawatz ein. Ich glaube nicht Branawatz. Wir setzen lieber mal Safety First Surfer ein. Damit wir halt auch treffen und dem Pokémon Schaden machen. Wir sind sogar schneller. Also, Surfer würde ich nie im Leben one-shotten. Okay, ich habe nichts gesagt. Ziehe ich alles zurück gerade, was ich gesagt habe. Das hatte ich one-shottet. Apokalyp. Serperoyal. Und da setzt man eine Laubklinge ein. Ja, ich glaube, du bist tatsächlich die einfachste in der Top 4. So, du bist auch weg. Apokalyp. So, Frostetje. Geist. Eis, Geist, Eis, Eis, Geist. Irgendwie so. Setzt einen Ramoth ein. Ich glaube, eine Hitzewelle könnte ausreichen, um dich zu one-shotten. Spukball. Okay, den stecken wir weg. Und du wirst die Hitzewelle ab. Ah, nervig. Nochmal ein Spukball. Stecken wir nochmal weg. Wäre es aber sehr freundlich, wenn du die Hitzewelle jetzt nicht abwehren würdest. Danke. So. Und Frostetje ist weg. Drift Zeppelin. Geistflug oder so. Setz mal Shadrago ein. So. Ihr vorletztes Pokémon. Setz mal einen Knirsch ein. Akrobatik. Sollte vom Schaden her okay sein. Wie viel Schaden machen wir dir mit einem Knirscher? Schaut immer so aus, als würden wir nicht genug Schaden machen. Mega schön, wir setzen Wutanfall ein. War klar, dass eine Top-Genesung kommt. Ich suche eigentlich gerade mein Trinken, aber anscheinend habe ich keins mehr. Oh doch, ich habe es gefunden. Perfekt. Muss ich kurz mal einen Schluck trinken. Oh, jetzt kommt noch ein Spukball. Der unsere spezielle Verteidigung gesunken hat. So, Drift Zeppelin, Finalschlag. Okay, das tat ein bisschen mehr weh, als mir lieb war. Wir sind verwirrt.
Skelabra. Branabat. Also, Skelabra ist ein starkes Pokémon tatsächlich. Aber gegen unser Branabat macht es auch wiederum nichts. Hydropumpe. Okay, Spukball. Ah, du kriegst halt so viel speziellen Schaden, ne? So. Hydropumpe one-shottet nicht. Surfer, kannst du nicht nochmal Spukball? Okay. Branabat, da bist du down. Ja, war klar. Wir setzen Vichiram ein. Vichiram sollte schneller sein. Selbst wenn es nicht schneller sein sollte, macht es immer noch genug Schaden mit Sondersensor. So. Okay, da haben wir Anissa von den Top 4 auch besiegt. So, ganz viel Erfahrung. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der dritten von den Top 4. Denn es dauert hier immer ein bisschen, bis wir da sind und alles. Bis gleich. So, schon beginnt auch unser Kampf mit Astor. Den werden wir auch kurz mal aus dem Leben knüppeln. Torhaido. Jetzt habe ich vorne Shadrago, ne? Torhaido hält halt nichts aus. Wutanfall. Nachthieb, okay. Wutanfall kommen wir durch. Hast du Rauhaut? Ja, hast du. Unangenehm. Mag Rauhaut nicht. Aber was Torhaido gewonshottet. Rabigator. Ich auch irgendwie Unlicht Boden. Setz mir Branawatz ein. So, Hydropumpe. Erdbeben. Stecken wir in der Theorie weg. Okay, hätte die Hydropumpe nicht getroffen, wären wir am Arsch gewesen. So, ich hoffe nicht, dass du Robustheit hast. Nee, hast du zum Glück nicht. Das ist super. Ich hasse nämlich Robustheit. Cleopatra. Bleib mal drin mit Branawatz. Ableithieb. Sind nicht schneller. Mogelhieb. Okay, mit Mogelhieb sind wir sowieso nicht schneller. In aller Fälle. Tiefschlag. Okay, stecken wir einen Tiefschlag weg? Ich glaube eigentlich nicht. Nee. Wäre schön gewesen. Wir setzen aber Shadrago ein. Also unser Branabatz ist bis jetzt am uselessten irgendwie. Wir setzen Kraftkoloss ein. Wir sind nicht schneller, Aeroas, okay. Den sollten wir wegstecken, aber am Kraftkoloss steckst du nicht weg. Und böllern da mit einem Drachenpuls mal drauf. So. Weg mit dir. Level up für Reshiram. Piondragi. Ich weiß gar nicht, wie schnell Piondragi war. Ich glaube, es war nicht so schnell. Also ich habe in Erinnerung, dass es sehr langsam war. Also nicht sehr langsam, aber langsam war. Aber ich kann mich auch komplett irren. Knirscher? Stecken wir einen Knirscher weg von dir? Nee, tun wir nicht, weil es ein Crit war. Dann setzen wir mal Ramoff ein. Dann überleben wir. Und dann gehen wir auf eine Hitzewelle mal. So. Wie Schaden machen wir dir? Wir töten dich, perfekt. So, hast du noch ein Pokémon? Kesurio. Ich weiß gar nicht, ob wir schneller sind. Ich hoffe es mal. Er wehrt die Hitzewelle auch nicht ab. Und damit sollten wir auch den dritten der Top 4 besiegt haben. Genau. Spieler Astor besiegt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim vierten. Oder bei der vierten der Top 4. Bis gleich. Und da kämpfen wir gegen die letzte der Top 4. Katlea. Ja. Also Omnivora. Das ist für mich okay.
Wir haben Shadrago vor, ne? Ja, mit Shadrago machen wir einfach Knirscher. Das solltest du überleben. Genau, Hypnose haben wir zum Glück abgewehrt. Das war unser Glück tatsächlich. Auf Hypnose stehe ich nämlich echt nicht so. Meistens könnte es sein, dass Hypnivora Traumfresser kann. Zumindest ist es nicht unmöglich. So, Shadrago Level Up 74. Symbolara. Wir haben keine Steinattacke, ne? Einfach bei Shadrago. Und gehen wieder auf den Knirscher. Eisstrahl kannst du. Aua. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir haben es überlebt. Ich bin stolz auf dich, Shadrago. Damit hätte ich nämlich nicht gerechnet. So. Und besiegt. Metagross. Ramov, gut, dass wir dich haben. Wir setzen mal einen Falterreigen ein. Nach dem Falterreigen gehen wir auf eine Hitzewelle. Wir sind grundsätzlich schneller. Aber ich glaube, uns fehlt ja Schaden. Erdbeben. Stecken wir ein Erdbeben weg? Ich glaube nämlich nicht. Doch, oh mein Gott. Hoffentlich hast du jetzt keine Robustheit. Das wäre sehr nervig. Es hat keine Robustheit. Oh, perfekt. Knirscher. Oh, okay, es war doch nicht so schnell. Aber lebt es ein Knirscher? Ja. Fokusschuss haben wir abgewehrt. Oh mein Gott, Glück gehabt. So, noch ein Knirscher hinterher. So, reicht eine normale Hitzewelle aus? In der Theorie finde ich das schon. Und ja, war auch so. War auch ein Crit. Wir setzen Käfergebrumm ein. So. Mache ich das vom Schaden her aus? Nein, tut's nicht. Psychokinese, überleben wir eine Psychokinese. Ich weiß es. Doch, tun wir. Easy peasy, calculated. Käfergebrumm. Top Genesung, damit habe ich gerechnet. So. Werden wir mit Käfergebrumm jetzt einfach wegkritten? Ich weiß es nicht. Ja. Nee, nicht weggekritten, aber diesmal haben wir genug Schaden gemacht. Nehme ich alle Fälle an. Gut, Leute. Dann sehen wir uns gleich noch beim Champ. Bis gleich. So, Leute. Da sind wir jetzt beim Champion. Und beim Champ halt. Tausend Dank dafür, dass du N eine Lektion erteilt hast, die sich gewaschen hat. Was mag er jetzt bloß denken? Ob ihm nun wohl einleuchtet, dass manchmal mehr als nur ein Weg zum Ziel führt? Wäre der stärkste Pokémon-Trainer der einer Region nun bereit, mir ein wenig seiner kostbaren Zeit zu widmen? Okay. Wo? Was habe ich vorne? Hydreigon hast du vorne. Was habe ich vorne? Nochmal Shadrago, ne? So, Shadrago. It's your move. Was bist du? Käfer. Irgendwas. Ne? Bist allfällig schnell. Käfergebrumm. Es sinkt sogar bei uns noch die spezielle Verteidigung. Das nenne ich mal unlucky. Wir schauen noch wieder mit einem Wutanfall. Definitiv mehr als genug. So, als nächstes Shadrago von dir. Reshiram, denn unser Reshiram ist schneller mit Drachenpuls und sollte das Shadrago direkt rausnehmen können. So, Drachenpuls. Wir sind schneller, genau wie ich es gesagt habe. Und sollten dich eigentlich direkt rausnehmen können mit einem Drachenpuls. Perfekt. Auch das ist geschehen. Bisofang. Das war normal, ne? Setzen unser Shadrago ein. Und hoffen, dass wir dich direkt mit einem Kraftkoloss rausnehmen können. Ah, ist doch dumm. Genau, Reshiram. Reshiram ist nämlich schneller. Ja, tut er. Perfekt. So. Cavalanzas. Okay, gegen Cavalanzas können wir drin bleiben, denn das kann uns nichts. Wir setzen dann Kreuzflamme ein und schon ist Cavalanzas raus. Also ich hoffe es zumindest.
Ja, perfekt. Also ich muss sagen, der Champ ist 10-mal leichter zu besiegen als manche Leute von den Top 4. So, Ramov. Wir setzen Golgantis ein. Dadurch, dass das Erdbeben kann und einen hohen Angriff hat, sollte das viel Schaden an dir ausrichten. 77, das ist noch nicht mal dein letztes Pokémon. Hitzekoller kannst du, okay. Das wird wehtun. Aber überlebst du auch nicht, Golgantis, okay. Ramov gegen Ramov ist dumm. Setzen wir Rishingam ein. So, so viel kannst du uns nämlich gar nicht mehr eigentlich. Wir setzen mal einen Drachenpuls ein. Falter rein. Hab nichts gesagt. Kann Knirscher einsetzen. Das ist die einzige Sache, die ein bisschen mehr Schaden machen sollte. Sobald wir speziell nämlich angreifen, ist sowieso RIP. Wir machen dem keinen Schaden mehr. Ja, Knirscher macht mehr als genug Schaden. Hyperstrahl. Ja gut, den überleben wir nicht. Nicht nachdem du dich so krass geboostet hast. Oh Gott, wir haben es doch überlebt. Okay. Wir werden überrascht von der Reshiram. Als ob du das überlebt hast. Ja, gut. Aber stimmt, Rückstoß. Oh mein Gott, haben wir Glück. Wir haben Ramov besiegt. Das ist sowas von 75 für Reshiram. So, was? Dein letztes Pokémon. Also Ramov hat uns echt Probleme gemacht. Galatvino. Wir bleiben einfach drin. Und das ist nicht so anfällig für Eisattacken in der Theorie. Setzen eine Hitzewelle ein. Und sollten es geschafft haben? Hoffentlich. Ja, perfekt. So, da haben wir auch den Champ Lauro noch einmal besiegt. Somit sind wir jetzt komplett durch mit Pokémon Schwarze Edition. Da bleibt mir ja die Spucke weg. Du bist wahrlich einzigartig. Also dann folge mir bitte. Okay. Wir bringen uns jetzt noch in die Ruhmeshalle. Du findest dich hier in der Ruhmeshalle. An diesem Ort verewigen sich alle jene Trainer zusammen mit ihren Pokémon, die sich durch wahre Stärke und ein reines Herz auszeichnen. Natürlich nächstes Deutsch aufzeichnen. Alles gut, Sarah. Die Zeit ist gekommen, dich und dein Team namentlich in der Wand dieser erhabenen Ruhmeshalle zu verewigen. Der Nachwelt bleiben somit nicht nur eure Namen, sondern gleichsam die Geschichte eures Abenteuers und der gemeinsam bestrittenen Kämpfe erhalten. Möge dich dies zu weiteren Höchstleistungen anspornen und dir die Stärke verleihen. Und vergiss nicht auch dein Team, das zusammen mit dir gekämpft hat, in diese Maschinen einzugeben. Aber gut, Leute, damit haben wir das Projekt Pokémon Schwarze Edition abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde mich das sehr freuen. Und ja, im Grunde genommen hat mir das ganze Projekt sehr viel Spaß gemacht. Und ja, alles ein bisschen erkunden und das zusammenzuschneiden, war schön. Wir haben es geschafft. Wir sind Champion, zweimal Champion der Einalregion. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach eine positive Bewertung da und vielleicht auch ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns auch beim nächsten Projekt-Video wieder. Und ja, wir sind hiermit jetzt auch durch mit der Ruhmeshalle. Jetzt kommt, glaube ich, nur gleich die Credits. Es wird noch gespeichert. Ja gut. Aber wir beenden das Video jetzt. Es passiert eigentlich jetzt nichts mehr, außer dass die Credits kommen werden. Wie gesagt, dann hoffe ich, euch hat's gefallen. Und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.